Das wohl geilste Fahrzeug 2024, der Xtura 686 EF von Euramobil. Das Ganze auf Mercedes-Benz mit 9-Gang-Automatikgetriebe, 190 PS, 92 Liter Tankvolumen. Wir befinden uns mal wieder in Sulzimos, hier bei der Firma Steiner. Ich muss sagen, der Xtura, der hat es mir angetan. Die Außenfarbe, die nennt sich ja hier Sand Adventure, passt perfekt zu diesem Fahrzeug. Das Ganze natürlich 4x4, ein Offroader, wie es im Buche steht. Und da schauen wir uns jetzt auch gleich mal die ersten Klappen an, die zu öffnen sind. Er ist schon schön, mit einer Gesamtlänge von 6,86 Meter. Ein Traum. Hier findest du Platz für 2x11 Kilo Gasflaschen. Ja, schade, so ein Gastank wäre hier tatsächlich sehr interessant gewesen. Vor allem, es heißt ja bis zu 30 Tagen Autarkie hier zum Wasser befüllen. Schauen wir auch gleich mal die Heckgarage an. Die Heckgaragentüren beidseitig, 80 cm breit, 1,5 Meter hoch. Also du kriegst hier wunderbar zwei E-Bikes rein, ohne Probleme. Auf beiden Seiten natürlich Verzurschienen. So kannst du die E-Bikes halt wunderbar sichern. Das ganze Fahrzeug besteht ja aus GFK ohne Kältebrücken. Der Boden ist aus 85 mm Sandwichplatten aus GFK. Natürlich mit einer alten Warmwasserheizung, sprich Fußbodenheizung. Der Heckbereich, mir gefällt das sehr gut. Also auch die Leiter, die sind natürlich auch nochmal gesichert. Und rundrum um das Fahrzeug in dem Dachträger ist eine LED-Umfeldbeleuchtung mit dabei. Auch hier der Heck nochmal abgeschrägt, damit das Offroad mehr zur Geltung kommt. Machen wir auch nochmal die andere Seite auf. Das Ganze alles hier rechts, die ganze Technik von Victron mit 330 Ampere Lithium-Batterie, ein Wechselrichter von 3000 Watt. Hier geht was, also hier bist du wirklich autark. Euramobil sagt bis zu 30 Tagen. Ein traumhaft schönes Fahrzeug. Also das ist mal eine Kampfansage an die Konkurrenten. Vor allem natürlich an den Hümer, an den MLT. Den habe ich euch ja schon mal vorgestellt. Hier blende ich euch oben rechts ein. Das Ganze auf 18 Zöller Delta-Felgen. Wunderschön. Also mir gefallen sie halt. Die Delta-Felgen sind schon, ja, sie sind ein Traum. Sie sehen halt einfach richtig martialisch aus. Geil, ein geiles Fahrzeug von außen schon mal. Muss man ganz ehrlich sagen, das ist der Xtura 686 EF. Bevor wir reingehen, schauen wir uns natürlich nochmal die Aufbautüre an. Denn die ist auch sehr breit, schön mit Fenster, aber die kennen wir ja schon. Natürlich gibt es auch hier nochmal einen kleinen Behälter, wo du deinen Regenschirm reinpacken kannst. Gefällt mir das Licht, es flackert gerade noch ein bisschen, liegt vermutlich aber auch an der Kamera. Natürlich kannst du das Ganze nochmal verdunkeln, aber ganz ehrlich, wir gehen rein, wir schauen uns das einfach mal von innen an. Was natürlich auffällt, ist diese Face-to-Face-Sitzgruppe, wobei sie noch gar keine richtige Sitzgruppe ist, aber dieses helle, freundliche, was dir hier entgegenkommt bei dem Xtura, schon ein Traum. Natürlich, hier Mercedes-Benz, 9-Gang-Wandler-Automatikgetriebe, 190 PS, ich habe schon gesagt, ein mega Rooftop-Fenster. Auch hier kannst du an der Seite noch ein bisschen was ablegen, ein Büchlein, vor allem aber kannst du auch hier deine Warnweste noch ablegen. Auf der anderen Seite sieht es natürlich identisch aus. Wunderbar, ein Nachtlicht gibt es, falls du hier mal ein Buch lesen möchtest oder die nächste Tour planst. Das Polster nennt sich Trail, also die Farbkombination Trail ist hier angesagt bei dem 686 EF. Natürlich kannst du auch den Tisch nochmal aufklappen und du hast hier richtig viel Platz zum Essen, zum Kartenspielen, whatever, was du gerne so machen möchtest hier in diesem Camper. Das Polster gefällt mir sehr gut, auch hier das Muster. Ist schon schön, also wenn man so drüber fährt, es fühlt sich wirklich toll an. Ein absolut gigantisches Fahrzeug, natürlich gibt es hier ein Moskitonetz, Faltverdunkelung. Es sind natürlich alles Rahmenfenster.
Die Länge habe ich euch ja schon gesagt, von 6,86 Meter. Die Breite beträgt übrigens nur 2,19 Meter und die Gesamthöhe 3,05 Meter. Dann machen wir doch auch gleich mal die erste Klappe auf. Und was auffällt, es ist überall hier schon eine Schrankbeleuchtung dabei. Also eine externe kannst du dir hier sparen, brauchst du hier definitiv nicht mehr. Wunderbar, die Scharniere. Was hier ein bisschen schade ist, ich zeige es euch nochmal, es bleibt nämlich hier ein bisschen hängen. Seht ihr es? Also hier schätze ich mal, wirst du früher oder später echt so eine Kerbe drin haben. Hätte man vielleicht noch ein bisschen anders lösen können. Das ist jetzt so mal ein Kritikpunkt, sage ich jetzt mal. Die Stehhöhe beträgt 1,98 Meter, also auch für größere Menschen ideal. Natürlich mit... Also die Beleuchtung gefällt mir sehr gut. Auf der anderen Seite machen wir natürlich auch auf. Und auch natürlich LED-Schrankbeleuchtung. Hier befindet sich das, ist das gleiche Problem. Also es bleibt einfach oben hier hängen. Das ist halt immer der erste Schrank. Auch hier direkt über der Aufbautür befinden sich natürlich die Bedienpaneele. Das war eine Zusammenarbeit, wie ich erfahren habe, mit Garmin. Also die ist, funktioniert. Es funktioniert wunderbar. Und das Ganze auf dem neuesten, modernsten Standard. Hier wäre dann der richtige Platz für den TV, für den Fernseher. Zumindest befinden sich hier unten der Antennenanschluss sowie ein 12-Volt-Anschluss. Natürlich auch hier nochmal ein paar Lichtschalter. Das Ganze, es sieht richtig schön clean aus. Also gefällt mir sehr gut. Natürlich gibt es auch die Polster nochmal in Grau, wobei ich sagen muss, ich finde so in Weiß schon sehr attraktiv. Hier unten noch ein 230-Volt-Anschluss. Machen wir mal auf. Natürlich darfst du auch hier zu dritt fahren. Da befindet sich der Sitz, also zum Umklappen nochmal hier drunter. Und dann schauen wir uns die Küche an. Die Küche, das ist schon was Besonderes, gell? Also Induktion, Kochfeld und 2-Flammen-Gasherd. In Zusammenarbeit mit Schott ist natürlich ein Tedford Induktionskochfeld. Schon ist schon was anderes. Also das ist schon mal eine andere Liga. Klar, der Preis, ja, spricht natürlich auch für sich. Waschbecken eher Standard. Aber so Induktion Kochfeld dabei, oh, ein Traum. Natürlich 12 Volt Anschluss, 230 Volt Anschluss. Natürlich gibt es noch mal einen Lichtschalter. Direkt drüber machen wir natürlich auch auf. Da habt ihr genügend Platz für eure Küchenutensilien. Von der Arbeitsfläche her hätte noch ein bisschen mehr Platz da sein können. Gerade wenn du was schneiden möchtest, das ist schon ein bisschen mau. Machen wir auch hier mal das erste Schubfach auf. Natürlich Besteckkasten dabei. Die Absperrgasventilhähne sind da. Auch alles bis 15 Kilo belastbar. Was hier nicht fehlen darf, ist natürlich ein Backofen. Das Ganze von Tedford. Hier bekommst du deine Tiefkühlpizza unter. Und die lagerst natürlich im Gefrierfach. Besser gesagt hier im Kühlschrank von Dometic. Das Ganze ist ein Kompressorkühlschrank mit 146 Liter Gesamtvolumen. Direkt darunter befindet sich auch nochmal eine Staumöglichkeit, entweder für die Töpfe oder natürlich für eure Schuhe. Und dann machen wir im Bad weiter und bevor wir dahin gehen, möchte ich euch mal die wichtigsten Details im Überblick einblenden. Natürlich, das Ganze ist hier aus Echtglas. So muss es sein, so muss es in einem X-Tourer von eurer Mobil sein. Ist schon schön. Geh mal rein. Das Waschbecken. Allein das Waschbecken ist schon eine Show. Also muss ich ganz ehrlich sagen, gefällt mir. Hier hast du eine Banktoilette tatsächlich. Hier befindet sich auch nochmal ein kleines Fächlein, wo du deine spezielle
Toilettenrolle verstecken kannst. Das Ganze von Ted Ford. Ist sauber. Hat noch keiner was reingelegt. Auch hier nochmal aus Filz das Ganze. Es sieht schon toll aus, muss man ganz ehrlich sagen. Es ist schon schön. Auch hier machen wir auf. Natürlich gibt es eine 230 Volt Steckdose für deinen Föhn, Rasier. Es ist schon viel Platz. Es ist schon viel Platz. Und jetzt fragt man sich natürlich, wo ist denn hier die Dusche? Wo ist sie? Ich zeig's euch. Das Ganze ist nämlich zum Schwenken. Es ist ein Schwenkbad. Ja, und hier ist dann die Dusche. Großzügig. Natürlich mit einem Fenster. Du hast auch extra hier nochmal ein bisschen Raum, damit du den Kopf reinbekommst. Wie gesagt, 1,88 Meter bin ich groß. Auch hier habe ich wunderbar Platz. Ich könnte auch gleich mal zum Kühlschrank langen. Schon top. Vor allem, ich mag diese schwarzen Armaturen, was euer Mobil hat. Finde ich wunderschön. Also der Duschkopf, sehr schön. Gefällt mir. Schwarzer Duschschlauch hat man ja auch eher selten. Hier drüben kannst du dann gerade deine Sportklamotten aufhängen oder deine Skiklamotten, wenn du damit natürlich beim Skifahren bist. Das geht ja alles hier mit diesem Fahrzeug. Wie gesagt, hier unten ist ja auch nochmal eine Heizung. Also du kriegst hier die Wärme richtig geil rein. Also hier trocknet wirklich alles extrem schnell. Mach mal wieder zu. Und dann zeige ich euch jetzt noch kurz den Preis. Na klar, 180.000 Euro ist jetzt kein Schnäppchen, muss man ganz ehrlich sagen. Aber wie gesagt, vor Herbst wird er sowieso nicht geliefert. Also von dem her spielt das ja alles keine Rolle. Auf jeden Fall sind wir jetzt im Schlafbereich. Der Schlafbereich finde ich persönlich immer am wichtigsten. Und du hast hier die Maße von 1,96 Meter auf 80 cm, sowie auf der anderen Seite von 1,95 Meter auf 80 cm. Auch hier die Beifahrerseite, die können wir wunderbar hochklappen. Sprich, du kannst alles schön von oben beladen. Hier hast du natürlich eine Kleiderstange, wo du alles reinhängen kannst. Dahinter sehen wir das ganze Techniksystem von Victron. Natürlich kannst du auch von der Seite öffnen. Alles gar kein Problem. Hier befindet sich dann das Zusatzpolster bzw. die Matratze für die Matratzenerweiterung, damit du hier richtig, richtig schön schlafen kannst. Und du kannst natürlich schauen, wie voll deine E-Bikes schon geladen sind. Das Ganze vom Schlafzimmer aus. Auf der anderen Seite machen wir natürlich auch gleich auf, wenn wir das hier einigermaßen wieder schön hinbekommen haben. Das ist nämlich jetzt die Fahrerseite. Auch die kannst du komplett hochklappen. Und weg ist das Kissen. Das hole ich natürlich später gleich wieder. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Keine Kleiderstange drin. Aber du hast so ausreichend viel Platz. Du bekommst hier wirklich alles unter. Das Ganze natürlich mit einer alten Warmwasserheizung. Ja, bei dem Preis wollen wir nicht drüber reden. Da hast du sie mit dabei. Gesamtgewicht beträgt ja 4,1 Tonnen. Das braucht das Fahrzeug schon. Allein die Delta-Felgen, was die wiegen. Mir gefällt er. Ich finde den so schön. Wie gesagt, das Kissen hole ich natürlich danach. Ein schönes Fahrzeug. Auf beiden Seiten natürlich mit einem Fenster zum Rausgucken. Gerade wenn du irgendwo eine Safari-Tour machst, dann wirst du auch den Löwen und die Giraffen sehen, die in dir vorbeilaufen. Auch hier, mach mal nochmal auf, damit wir das richtig schön uns vorstellen können. Natürlich auch hier hinten wieder mit einer Schrankbeleuchtung. Ich bin Wahnsinn. Wahnsinn, ich bin echt geflasht von diesem Fahrzeug. Auch hier wieder Filz, USB-Ladebuchsen, 230 Volt-Buchse, Lichtschalter, funktioniert. Mach mal wieder an. Schon schön. Auch hier die Schwanenhalslampen. Ein absolut schönes Fahrzeug. Jetzt machen wir nur die eine Seite auf. Du bekommst deine Wäsche wunderbar hier unter. Also mir gefällt der X-Tourer 686. Ich finde das ein traumhaft schönes Fahrzeug.
Also hier könnte ich mir so eine Reise perfekt vorstellen. Würde mir schon Spaß machen, muss ich ganz ehrlich sagen, aber auch bei mir scheitert es am Preis. Wir sind leider am Ende des Videos angekommen. Ich sage danke fürs Zuschauen. Es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet. Um in Zukunft nichts zu verpassen, abonniert natürlich den Kanal, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim Steiner in Sulzimus. Macht es gut. Ciao, pfiat's euch, euer Dominik.